Hallo und willkommen zurück bei Reynolds Monday. Die Scheißkatze will uns nicht ein Penny. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Auf die Katze. Ich fürchte, der Katze hat die Dusche gar nicht gefallen. Sie kommt wieder. Riesenklee abgenässt. Wow. Okay, ich wette, wir müssen irgendwo ein vierblättriges Kleeblatt. Die nehme ich nirgendwo mit hin. Ein Kleeblatt. Fuck. Es gibt kein. Gut, aber da wir das Apfelchen haben, das ist doch etwas Gesundes. Moment, Sleazy? Eins noch, Sleazy. Würdest du dich als abergläubisch bezeichnen? Würdest du dich als abergläubisch bezeichnen? Abergläubisch? Nein, gar nicht. Ich glaube nicht an den Quatsch. Dann bis später. Okay. Sleazy will nur Nikotin. Gut. Nimm dir mal Nikotin-Kaugummi. Ich hab genug Zigaretten und Streichhölzer für 100 Jahre. Da brauche ich nicht noch mehr. Okay, dann gib dem Typen hier. Bitte, mein Freund. Hier ist was Gesundes zu essen. Wow! Dankeschön, Mr. Hicks. Ich hab schon jahrelang den Jeep auf was nicht aus einer Fritteuse kommt. Aber gerne, Mann. Schätze, du brauchst jetzt das Magenmittel nicht mehr, oder? Mein rosa Wismut? Ich weiß nicht, Mr. Hicks. Ich habe halt schon so lange Magenprobleme. Na, deswegen habe ich dir ja dieses leckere, gesunde Essen besorgt. Und ich bin auch echt dankbar. Aber, Komm schon. Du weißt, ich kümmere mich immer um meine Leute und ich vergesse nie einen Gefallen. Na gut, Mr. Hicks. Nehmen Sie's. Aber bringen Sie mir bitte morgen wieder etwas Obst, okay? Morgen erinnerst du dich nicht mal mehr an dieses Gespräch. Wie bitte? Ich sagte, morgen schicke ich dir einen Obstkorb auf die Zelle. Oh, danke, Mr. Hicks. Sie sind einmalig. Perfekt. Noch ein Gegenstand, den ich von der Liste streichen kann. Gut, rosa Wismut. Etwas Säureregulator gibt eine schöne Farbe. Gut, was? Ah, hier ist es. Es fehlt nur noch das Frittierfett. Ja, so. Der Dieb. Hey! Glaubst du an Übersinnliches? Weißt du, Talismane und so? Glaubst du an Übersinnliches? Weißt schon, Talismane und so. Tja, eigentlich nicht. Hab das immer für Quatsch gehalten. Okay, vergiss es. Tja, muss los. Klar, Hicks. Man sieht sich. Mit dem habe ich schon genug gequatscht. Okay, was sagte der Schachteltyp? Ich hab die Schachtel schon, vergiss den Typen. Oh. Schaut einem hinterher. Murray? Murray, würden Sie sich als abergläubisch bezeichnen? Murray? Würden Sie sich als abergläubisch bezeichnen? Tja, weiß nicht. Ja und nein. Was? Murray, sind Sie es oder sind Sie es nicht? Tja, ich glaube nicht ans Paranormale oder so, aber manchmal fühle ich mich tief im Innern so ein bisschen komisch. Wie soll man das erklären? Meinen Sie Blähung? Nein, ich habe nur manchmal so... Hören Sie auf, Murray. Ich will nichts über Ihre Verdauungsprobleme wissen. Ich will nur wissen, ob Sie einen Glücksbringer haben oder so. Klar habe ich einen. Eine Hasenpfote. Hat mir immer Glück gebracht. Echt? Eigentlich nicht. Aber ich hab sie halt gern dabei. Ist wie ein Teil von mir. Sicher. Warum fragst du? Ach, nur so. Sonst haben sie nichts dabei, oder? Ich bringe nie Wertsachen mit zur Arbeit. Sie haben die dumme Angewohnheit, sie zu verflüchtigen. Verflüchtigen, ja? Hey, Murray. Wollen Sie einen Zaubertrick sehen? Ich kann alles einfach so verschwinden lassen. Wirklich? Ich liebe Zaubertricks. Perfekt. Ich bereite alles vor und dann komme ich wieder, okay?
Oh, das wird Ihnen sicher gefallen, Murray. Ich warte hier. Okay. Ich muss dann los, Murray. Man sieht sich. Es ist mit der Kiste. Also, Murray, bereit für das Übernatürliche? Ich bin immer bereit für etwas Zauberei. Okay. Also, worauf warten Sie? Geben Sie mir Ihre Hasenpfote. Hä? Oh, sicher. Für den Zaubertrick. Bitte sehr. Sie müssen besser aufpassen, Murray. Tada! Unglaublich! Das war absolut erstaunlich. Wo ist sie? Hat sich einfach in Luft aufgelöst. Gut gemacht, Junge. Ich wusste, dass Ihnen das gefällt, Murray. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss los. Was heißt das, du musst jetzt los? Kriege ich meine Hasenpfote nicht zurück? Oh, die ist futsch. Wie futsch? Ich dachte... Ach, Murray, ich kann Ihnen den Trick nicht verraten. Das überlasse ich Ihrer Fantasie. Ja, okay. Bis dann. Der arme Murray. Ah, die Hasenpfote. Hey! Hey, Mortimer! Was soll denn das? Was Mortimer, gib mir die Hasenpfote zurück. Oh, komm schon, leg dich nicht mit mir an. Hab eine Menge durchgemacht, da ranzukommen. Gib sie her! Ich warne dich, Alter. Ich hab nach all den Jahren nicht mehr viel Geduld übrig. Also überspann's nicht. Fuck, Mortimer! Dieses Grummel versteht doch überhaupt keiner. Gib mir einfach die Hasenpfote. Wenn ich's nochmal sagen muss, wirst du's bereuen. Mir reicht's jetzt. Also, du schleichst gerne im Finstern rum, ja? Ich werde dir einen Grund geben, sich im Dunkeln zu fürchten. Was hast du vor? So kriege ich die Hasenpfote nicht. Zuerst einmal gehen wir raus und geben dem Typen seine Schachtel wieder. Die magische Schachtel gehört jetzt mir. Die gebe ich nicht wieder her. Oh. Ist gemein, Randall. Warte mal. Verschwenden wir lieber keine Zeit mehr. Karl. Bis dann, Karl. Ja, man sieht sich mit. Der pennt. Der sagt. Für den habe ich jetzt einfach nicht die Geduld. Gut. Hochplatten, Kisten. Brauche ich nicht. Nur ein paar Schachteln. Nichts Wichtiges. Und was ist hier drin? Was da wohl drin ist? Naja. Nachtigall. Ah, der O. Okay. Bewusstlos werden. Verdammt. Wie kriegen wir die Hasenpfote von. Wir verprügeln ihn. So kriege ich die. Das langweilt ihn sicher. So krieg. Okay. Das würde ich. Vielleicht brauche ich dich. Das behalte. Okay. Die magische Schachtel. Vergiss. Ein Penny. Nein. Dann Kaugummi. Das würde ich eher lassen. Schachtel voller Samen. Nein, das sind meine. Warum?
Aha. Verrammeltes Fenster. Nein. Okay, Streichhölzer, Zigarren. Fenster. Betten. Verschwenden wir lieber. Okay. Ich glaube, den habe ich heute schon genug verarscht. Ich hab die Schachtel schon. Ich glaube, das reicht. Was für ein Sinn soll. Mit dem habe ich schon. Okay, hier, Dieb. Mit dem Typen will ich. Vielleicht Bruno. Also, Bruno. Wird dich freuen zu hören, dass Alan keine Probleme mehr darstellt. Es wird dich freuen zu hören, dass Alan kein Problem mehr darstellt. Im Ernst? Ja. Und ich habe es höchst persönlich erledigt. Wow. Er wird am Wettkampf nicht teilnehmen, nach dem, was ich mit ihm angestellt habe. Weiß nicht mal, ob er noch atmet. Also, Problem erledigt. Hicks, du steckst voller Überraschungen. Also stimmen die Gerüchte über dich doch? Welche Gerüchte? Warum sagt mir dann keiner was darüber? Wen kümmert's schon? Wichtig ist, dass du den Bastard ausgeschaltet hast. Kein Grund, ihn zu stören. Ich hab mich schon um Alan gekümmert. Jetzt muss ich den Zaubertrank herstellen. Nicht noch mehr Arschkriecherei. Nee, nee. Mir ist jetzt nicht. Okay, er will machen, dass Mortimer sich im Dunkeln fürchtet. Arkon Garden. Stinke der Vogelscheuche. Mit der Vogelscheuche muss ich nichts mehr anstellen. Riesenklee, verwerktes Klee, gewöhnliches Klee, winziges 2, blablabla. Winziges Klee, verwerktes. Die nehme ich nirgendwo. Riesenklee, trocken, komisch, da. Zweiblättrig, ich suche ein vierblättriges Kleeblatt. Komischer Klee, aha. Blatt, einiges. Okay, ich glaube, ich. Einfach kriegen wir keine. Das muss nicht. Aber sonst. Absperren, schließen. Kann ich nicht machen. Das doch kann ich erst benutzen. Oh. Kann ich nicht mit. Das Nest muss ich nirgendwo. Jake wäre sicher kein bisschen da. Der Ast trägt mein. Den trage ich. Okay. Lisi, Basketballkorb. Moment. Da will ich nicht. Es wird nicht. Es gibt. Wir werden jetzt einfach alles mit allem probieren. Wenn du das für eine. Wenn du das. 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 Wenn du das für eine. Es gibt keinen Grund.
Okay. Wir waren noch nicht fertig. Es gibt. Das ist keine. Das ist keine gute. Okay, alles ausprobiert, funktioniert leider nichts. Ein Penny? Nein! Zizi will nur Nico. Wer will ein Penny? Nein! Toilette, Waschbecken, Betten, Mortimer, Kissen ohne Bezug, Kissen ohne Bezug, Gefangene. Nein! Okay. Für den habe ich. Vergiss es! Lass mich. Dann, also ich weiß, dass man, also ich denke es mir, dass man zum Beispiel den Glückspenny. Jeder liebt den Geschmack von Geld. Ein Glückshufeisen? Eine Prise Hufeisen für den feinen Geschmack. Da will ich nichts hinpflanzen. Mhm. Den kann ich nicht mit bloßen Händen nehmen. Ich habe schon ein paar Zutaten reingeworfen, aber irgendwas fehlt noch. Ja, und zwar die Glückspfote. Es gibt. Dafür. Ich geb doch nicht. Das ist kein. Okay, gut. Dann gehen wir rauf. Nein. Okay, wie wär's damit? Mortimer. Ich muss. Keine Zeit. Verschwenden wir lieber kein. Der Abschamm soll für mich was erledigen. Vielleicht braucht. Ja, der Penny ist weg. Mortimer. So kriege ich die. Das würde ich eben. Vielleicht. Verdammt, was sollen wir machen? Zizi will. Okay, dann vielleicht der. Das behalte ich lieber. Boah. Bist du eine Diva, Randall? Das behalte. Ah, nur eine blöde Zeitschrift. Ah, ist nur eine ganz einfache Schachtel. Ein simpler Trick. Meine Tabakvorräte vermehren sich ja gewaltig. Ah, jetzt ist. Eins der Päckchen Nikotinkaugummis, die Karl jeden Tag in mein. Bald ist sie fertig. Da sind ein paar. Es hat ein bisschen nach Fleisch geschmeckt. Aber nur weil so. Ah, irgendwie weckt das Brech. Wachturm? Ich bin doch kein scheiß Wachtposten. Basketball? Basketball steht eher unten auf meiner Liste.
Gut, ich würde eigentlich sagen, das wär's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Und vielleicht kommt mir bis zum nächsten Mal eine gute Idee in den Sinn, was wir noch machen können. Denn ich habe wirklich keine Ahnung. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Man sieht sich. Ciao.